Hallöchen! Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und jo, wir schauen uns das No-Question-Orakel an. Ich habe also keine Frage an das Universum gestellt, sondern ich habe letztendlich nur gesagt, bitte teilt uns doch mit oder was habt ihr uns zu sagen? Ja, was soll also hier von der göttlichen Welt an uns weitergegeben werden oder beziehungsweise an das Kollektiv. Ich habe hier einen Neuner schon ausgelegt, klären werde ich mit euch zusammen, ja. Und den Neuner schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und dann klären wir die einzelnen Karten ab. Die mische ich also heute mal mit raus. So, wir haben also hier in der Mitte den Mond, das heißt, es geht also um etwas, worüber man sich sehr, sehr viele Gedanken macht. Ja, der Mond ist auch hier eine Erfolgskarte, kann es sein, weil wir haben hier unterm Deck den Anker, also vielleicht auch machst du dir gerade beruflich sehr viele Gedanken oder über das Berufliche oder überhaupt über eine Sache oder eine Person, kann es auch sein. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Grübelei hier mit dem Mond. Natürlich ist der Mond auch die Träume, Wünsche und Bedürfnisse, die man hat. Ja, und darüber scheint man sich auch mehr oder weniger den Kopf zu zerbrechen. So, wir haben hier in der Vergangenheit den Schlüssel mit den Mäusen. Da sieht man also schon, dass es mit Sicherheit sehr, sehr viel Kummer, Stress, Angst gab. Ja, wir haben hier auch nochmal die Eulen drauf. Das heißt, ja, in der Vergangenheit eine sehr, sehr unruhige Zeit. Ne? Also wirklich hier mit Last verbunden, mit Ängsten verbunden. Also irgendwas, was förmlich auch an dir genagt hat. Das kann hier Getratschel im Außen gewesen sein. Das kann aber einfach auch nur Stress an sich gewesen sein. Klären wir dann. Und wir haben hier mit dem Schlüssel auch das Thema der Sicherheit da. Ja, also irgendwas im Thema oder im Bereich der Stabilität und Sicherheit, aber auch etwas, wo man sagt, okay, da ging es um einen Herzenswunsch. Ne? Der Schlüssel ist für mich immer der Schlüssel zum Herzenswunsch. Irgendwas hat also hier nicht ganz so geklappt, wie du dir es vorgestellt hast und hat also hier mehr oder weniger für Aufregung und Stress gesorgt. So. Wir haben hier in der ersten Linie eben die Eulen, die Störche und die Lilien. Also hier haben wir eigentlich der Stress, der jetzt da war, wird sich hier positiv verändern. Ja, es wird also wieder eine innere Harmonie, eine Balance hineinkommen. Der Stress kann auch hier etwas mit der Familie zu tun gehabt haben, ja, wo vielleicht hier Veränderungen da waren, die jetzt erstmal für ja, Kummer und Sorgen gesorgt haben. Aber wir haben hier schon wieder den Ausgleich. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, wir haben hier dann in der Zukunft das Kreuz, die Sonne und die Sterne. Das heißt, schicksalhaft wird es hier wieder positiv werden. Wir haben hier wieder das Glück auf deiner Seite und wir haben auch hier zwei Glückskarten da liegen. Ja, eigentlich die beiden größten, die es im Lenormand gibt. Hier, das ist die größte, die zweitgrößte. Aber wir haben hier auf jeden Fall den Erfolg. Das heißt, eine positive Veränderung oder diese Veränderung, die dich vielleicht jetzt aktuell auch gestresst hat, die dich belastet hat, ja, die dich sehr viel Gedanken gekostet hat, ja, wird sich hier für dich auf alle Fälle zum Positiven wenden und es wird sich etwas aufklären, ja. Wir haben auch hier die Spiritualität dabei, also man sieht schon, auch hier wird wieder die Harmonie, die Balance angestoßen. Kann, wie gesagt, jetzt in jedem Bereich sein, klären wir gleich, aber hier auf alle Fälle auch im Sommer für viele, wo jetzt eine Klarheit, mit Sicherheit sogar eine Klarheit eintreten wird. So, das ist mal so die Grundaussage oder ja, die Grundinformation. Das heißt, irgendwas wird sich auf alle Fälle zum Besten wenden. Und jetzt klären wir das gemeinsam mal mit den Karten ab. Schauen uns jetzt erstes mal den Mond an. Ich habe hier einen Haufen Karten, deswegen dauert es jetzt ein bisschen, bis ich die rausgemischt habe. Ich hoffe, dass uns eine Karte für den Mond, ja, oder zwei, gezeigt werden. So, die erste, die rausflog, ist das Bällebad. Keine Ernsthaftigkeit, Spiel und Spaß, alles locker flockig sehen, naive Denkweise und Verhaltensweise, sich alles schönreden, Probleme werden ausgeblendet, ins Lächerliche ziehen. So, ihr wisst ja immer, ihr könnt das Orakel auch für jemand anders schauen oder eben für euch selber. Auf jeden Fall haben wir hier, hast du dir sehr viele Gedanken gemacht, irgendwas war also nicht ernsthaft gemeint oder vielleicht hattest du was auch mit einer Person zu tun, die hier alles so locker flockig gesehen hat, ein bisschen naiv war, ja, in der Denkweise oder in auch dem, was sie gemacht hat oder du bist derjenige,
Man hat sich vielleicht auch viele Sachen schön geredet, ja. Also hier Probleme ausgeblendet. Vielleicht auch, weil wir hier die Mäuse und das Kreuz nebenan liegen haben, ne, dass man sagt, naja, man hat so getan, als wäre es nicht so wirklich schlimm, aber man hat sich trotzdem eigentlich hier die Gedanken darüber gemacht. Ne? Und wir haben hier die zweite Karte, die Geburt. Und da geht es darum, dass etwas Neues entstehen soll, ein Neuanfang, in kleinen Schritten vorangehen. Ein besonderer Moment steht an, Frühling, Zeit für Wunder, Zeit für Wachstum und Entwicklung und eine Schwangerschaft. Ja, vielleicht bei einigen mag es so sein, dass das Thema der Schwangerschaft tatsächlich das, was dich hier Kummer und Sorgen gekostet hat, weil du vielleicht nicht schwanger geworden bist. Aber dann habe ich hier einfach eine gute Nachricht, dass es jetzt im Sommer sein kann, dass du sogar schwanger wirst. Ja, spätestens bis zum Frühling. Also es wird sich hier was klären. Kann auch eine Blockade in dir gewesen sein. Ne? Es ist ja immer so, wenn man sich etwas wünscht, zu sehr wünscht, zu sehr daran klammert, ne, dann ist man selber blockiert. Das wird aber jetzt hier rausgehen. Wir hätten dann hier auch die Störche schon obendrauf liegend. Ne? Hier zur Winter, also ich würde jetzt mal sagen, zwischen Sommer und nächstes Jahr Frühling wird für viele dieser Wunsch oder Kinderwunsch in Erfüllung gehen. So, für alle anderen, wo das nicht relevant ist, geht es einfach darum, dass man sagt, okay, man hat sich hier sehr, sehr viele Gedanken über einen Neuanfang gemacht, ja, ob das jetzt im beruflichen Bereich ist, bei dir im finanziellen oder in der Liebe. Es hat aber seine Zeit gebraucht, um sich zu entwickeln. So sehe ich das hier, ne? Weil die Störche ist die Veränderung und eine Veränderung, bis sich die einstellt, dauert immer in einer gewissen Weise. Und natürlich kann das auf Dauer belastend sein, wenn man sagt, ja, also irgendwie, ne? Fehlt da die Ernsthaftigkeit, es geht nichts vorwärts. Aber hier war was in Kinderschüchen unterwegs und das wird sich aber hier zum Positiven entwickeln. So, wir klären das Ganze aber noch ab mit den Kipperkarten dieses Mal. Da nehme ich auch wahr, dass dich da etwas auch sehr viel Geduld gekostet hat, ne? Weil eben, wie gesagt, irgendwas so nicht eingetroffen ist oder nicht so in der Schnelle vielleicht vorangegangen ist, wie du dir das gewünscht hast, sondern man hat hier eher so kleine Schritte vorwärts gemacht. Ne? Wir haben ja auch hier die Karte der Erwartung drauf und da haben wir eben auch das Thema des Nichts-Überstürzen. Ne? Hier geht es um Nachrichten, die Geduld haben wir drauf, Träume und die Vorahnung. Hier haben wir auch wieder einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten. Ja? Also mag schon seit 2 bis 3 Monaten so sein, dass hier irgendwo ja es sehr zögerlich weitergeht oder in so minimalen Schritten. Ne? Wie so ein Baby oder so ein Kleinkind, das jetzt anfängt, die ersten Schritte zu machen. So kannst du dir das hier vorstellen. Und das scheint dir hier schon ein bisschen aufs Gemüt geschlagen zu haben. Ja, dass es also nicht, sich vielleicht nicht so entwickelt hat in der Schnelligkeit, wie du das vielleicht erwartet hast. Ne? Hier liegt die Erwartung drauf. Man hat also irgendwas erwartet und das ist nicht so eingetroffen oder es ist nicht in dem Tempo passiert, wie man sich's gewünscht hätte oder wie man es vielleicht gedacht hat. So, wir schauen uns jetzt mal den Schlüssel da unten an. Da haben wir die Wendeltreppe. Sich im Kreis drehen, Dinge wiederholen sich, kein Anfang und kein Ende, eine Extrarunde drehen, Situation noch einmal durchleben, Angst vor Veränderungen, routinierter Ablauf, nicht endender Kreislauf. Aha, okay. Also da haben wir hier mit Sicherheit irgendwas, wie ich schon sagte, ne, wo sich etwas vielleicht auch wiederholt hat. Ja, wo man denkt hat, ja, da ist jetzt wieder keine Ernsthaftigkeit dahinter, jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Ne? Aber letztendlich ging es darum, dass sich also hier was entwickeln soll und darf. Ne? Wir schauen ja in die Zukunft. Das heißt, dieses Denken darüber, dass das jetzt wieder von vorne losgeht oder dass das wieder so wird, ja, das ist das eigentlich, was hier Angst und
Kummer macht oder belastet. Auch ein bisschen so die Angst davor, jetzt muss ich das nochmal machen. Ne? Oder jetzt wiederholt sich da nochmal die gleiche Situation. Aber letztendlich ist das nur dein Ego, das dir hier das einredet. Das sind die Gedanken. Ja? Der Mond ist das Grübeln. Das heißt, deine Gedanken verursachen das Ganze. Ja? Und es mag vielleicht in der Vergangenheit hier so gewesen sein, dass man sich vielleicht hier wiederholt hat oder ein paar extra Runden gegangen ist oder vielleicht auch selber Angst vor einer Veränderung hatte, ja. Aber das muss ja nicht mehr so sein, sondern hier geht es ja darum, dass sich hier ja etwas Neues entwickeln darf. Etwas Neues soll entstehen, ja. Und da ist es auch für dich die Erwartung, die du hast, also auch für dich selber die Botschaft zu gucken, ist dir das ernst? Also willst du das wirklich, ja? Weil das Bällebad uns ja gezeigt hat, dass hier wieder keine Ernsthaftigkeit ist, sondern man so locker flockig sieht. Ja, also hier dieses Ausblenden der Sachen, also hier geht es ein bisschen auch um diese Beschäftigung mit dir selber, auch vielleicht an dir selber zu schauen, welche Erwartungen du an dich hast. Ja, sind die zu hoch gesteckt? Ne? Weil ich meine, wir sind immer so perfektionistisch veranlagt, ne? Man geht immer besser, immer besser. Die Frage ist aber, was willst du hier wirklich? Und da steckst du selber anscheinend auch hier in den Kündeschüchen oder es ist dein Gegenüber hier. Ja? Das musst du jetzt für dich entscheiden. Man macht sich aber trotzdem hier die Gedanken, auch wenn man vielleicht gerade so locker flockig unterwegs ist, ja, oder vielleicht auch mal ein bisschen naiv ist, macht man sich trotzdem Gedanken, wie es denn jetzt weitergehen soll, ja, aber das ist halt einfach noch alles am Anfang, man sieht das ja hier mit dem Baby, ne, und da hat man halt vielleicht schon wieder gewisse Erwartungen und ihr wisst ja immer selber, wenn man etwas erwartet, kann man enttäuscht werden, deswegen ist es immer besser, laufen zu lassen, so, und hier in der Vergangenheit dieses Thema, ja, dann, man ist da vielleicht extra Runden gegangen, ja, oder es war irgendwo eine Routine drin, aber dafür ging es ja, dass sich das jetzt verändern darf, ja. Aber jetzt schauen wir mal jetzt auf die Wendeltreppe drauf. Ich muss das eh nochmal dann im Kontext deuten. Da haben wir einmal die gute Dame, das ist die Hilfe in Not, die Intuition, die Wärme, die Geborgenheit, die Güte und die Freude. Hier haben wir eine erfahrene, reifere Frau, eventuell über 40, muss aber jetzt nicht sein. Ne? Ist gerade so ein kleiner Hinweis. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, ne? Vielleicht hat man hier auch ein familiäres Problem gehabt, vielleicht mit der Mama, ja, oder mit einer Dame, die für dich vielleicht wie die Mutter ist, ne? Oder einfach jemand, der sehr erfahren und reif wirkt, ne? Kann hier eine Wiederholungsgeschichte sein. Ansonsten geht es einfach hier auch um das Intuitive. Das heißt, man hat also hier in der Vergangenheit nicht auf die Intuition gehört, weil man hier auch wieder im Verstand ist. Und deswegen haben sich die Sachen wiederholt. So, wir haben hier einen Todesfall. Ne? Da gab es also irgendwo, ja, entweder war es tatsächlich ein Todesfall, ja, das kann tatsächlich sein, dass jemand bei dir in der Familie verstorben ist, kann tatsächlich auch die Mutter sein oder jemand, eine weibliche Person, es kann auch eine männliche sein, wir haben allgemein, ne? Ja, was erstmal halt einfach scheiße ist, ist klar, ne? Da brauchen wir nicht reden. Oder es hat hier eine Trennung, ein Rückzug oder irgendetwas stattgefunden, was also hier erstmal nicht so schön war und was dich erstmal hier ins Bett gebracht hat. Ne? Hier haben wir die kurze Krankheit drauf. Das heißt, das hat ganz schön Energie gezogen. Ne? Man war niedergeschlagen. Es hat irgendwie hat stagniert. Ne? Mit Sicherheit war das hier so. Also entweder, wie gesagt, tatsächlich ein Todesfall, der an dir genagt hat. Aber dann sieht man schon, das geht auch wieder raus. Ja? Oder es hat sich dein Partner getrennt oder du hast dich getrennt. Also irgendwo ja ein negatives Ereignis erstmal. So, jetzt schauen wir mal auf die Mäuse. Und da kann es natürlich jetzt sein, dass du dir die Gedanken machst und sagst, ja, es war wieder nichts Ernstes nicht, jetzt geht es wieder von vorne los. Ne? Aber wie gesagt, hier geht es um etwas Neues, was entstehen soll. Also man soll aus diesem alten Kreislauf rausgehen. So, die ist auf den Boden geknallt. Ups. Ja, auf die Mäuse haben wir die verwöhnte Göre. Liebt Luxus, materielle Denkweise, überhebliche Verhaltensweise, verwöhnt, andere für sich arbeiten lassen, absolut kritikunfähig, Geld und Macht ist die Devise, ist nur nett,
Zu seinesgleichen, aha, okay. Also da kannst du es wirklich mit jemandem zu tun gehabt haben, vielleicht auch mit einer Freundin, ja, könnte auch hier ein Szenario sein, die dir da sehr am Herzen gelegen ist, die halt vielleicht, wo du hier gesehen hast, okay, man nutzt dich hier nur aus. Ne? Hier ist also jemand mit der verwöhnten Göre, das ist jemand nur auf, ja, Luxus aus, Geld, Materielles, Finanzielles, war vielleicht dir gegenüber auch ein bisschen überheblich, ne? Kann keine Kritik vertragen und so weiter. Ja, also hier, das scheint dir Sorgen gemacht zu haben. So, es kann aber für dein Gegenüber hier stehen, ne, dass der sehen hier in der Vergangenheit, das hatten wir auch immer wieder, auch wieder schön passend, hier Ärger mit einer Dame hat, weil diese Dame letztendlich nur aufs Geld aus war. Ja, das ist aber schon Vergangenheit, das heißt, das muss schon passiert sein, ne? Und ja, da ist man jetzt mal drauf gekommen, dass das so ist, ne? Da wiederholt sich die Botschaft bezüglich des Herzensmenschen. Kann aber bei ihm, wie gesagt, auch jeder mögliche Mensch sein. Das kann die Mutter sein, das kann eine Ex sein, das kann die Noch-Partnerin sein. Auf jeden Fall ist hier was eingebrochen. Na, hier hat sich also etwas wiederholt, was ihn erstmal hier ja niedergestreckt hat. Na? Und hier sieht man schon, ging es ja wieder so mehr ums Materielle, Finanzielle. So, und bei dir kann es eben auch so eine Sache gewesen sein. Entweder durch eine Person, ja, oder irgendeine Situation. Aber ich gehe schwer davon aus, dass es eine Person ist, von der du das nicht gedacht hast. So, wir haben jetzt hier die Militärsperson drauf bekommen. Da haben wir die Behörde, die Werte, die Stabilität und den Respekt. So, ja, der war anscheinend nicht gegeben, wie man hier sieht, der Respekt. Kann natürlich jetzt auch behördliche Dinge mit sich ziehen, je nachdem, was es hier für eine Angelegenheit ist, auf die du guckst. Aber da ging es auch um gewisse Werte, die also hier nicht so vermittelt worden, wie sie hätten vermittelt werden sollen. Sondern hier hat sich ja jemand, ja, ich würde eigentlich sagen, hier hat sich jemand genau von der Seite gezeigt, wie er tatsächlich ist. Ne? Vielleicht so schön Rednerei am Anfang, ne? Und hinterher hat man jetzt rausgefunden, ja, genau das ist die Absicht dieser Person. Ja? So, dann haben wir hier unerhofftes Geld. Hier haben wir eine Verbesserung, Nebenjob, Wachstum, Segen und Gewinn. Ja, man hätte hier gedacht, okay, da könnte sich vielleicht etwas verbessern. Ja, aber da es hier ums Geld geht, ne, und wir den Nebenjob auch drauf haben und so weiter, kann es sein, dass man also hier auch finanzielle Verluste erlitten hat und erstmal gucken musste, ja, wie man das jetzt auf die Schnelle hier ausgleicht, ne, oder wie man schnell unverhofft zu Geld kommt. Ne? Also da ist hier, da sind die Mäuse drauf. Das ist also etwas, was sehr, sehr stark an einem nagt oder genagt hat. Ja, kann ja aktuell auch noch die Situation sein. Passiert ist es schon. Ne? Und jetzt muss man schauen, wie man da drankommt. So, da haben wir aber seine Gedanken. Es können aber auch ihre Gedanken sein oder deine Gedanken. Ja, hier sucht man also nach Ideen. Und da haben wir wieder die Gedanken jeglicher Art und wir haben sie hier schon mit dem Mond, ja, also man grübelt, grübelt, grübelt und grübelt und grübelt und grübelt und das muss mindestens schon seit 4 Wochen so sein, ja, man überlegt also, wie löse ich dieses Problem, wie komme ich an Geld, wie setze ich mich durch, ja, also da den Respekt auch vor dieser Person wieder reinzubringen sozusagen. Und da haben wir die trüben Gedanken drauf. Ne? Das sind die Denkmuster, die Absichten, die Pläne, Glaubenssätze, falsche Informationen und Fakten. Ja? Also man ist schon hier nicht so gut drauf oder war man auch in der Vergangenheit nicht so gut drauf. Und jetzt hat man natürlich die Erwartung hier, dass alles einen Neubeginn gibt oder dass es einen Neubeginn gibt. Aber das sieht man schon, das würde jetzt auch erklären, das Bällebad, ne? Jetzt kommen wir schon langsam Gesicht in die Sache rein, dass man es einfach hier viel zu locker gesehen hat. Ja, da war keine Ernsthaftigkeit. Denn man ist dann nicht davon ausgegangen, ja, dass das vielleicht so sein kann oder dass man da tatsächlich irgendwie, ne, dass dieser Mensch so ist. Ja, aber hat hier jemand sein wahres Gesicht gezeigt und man war da vielleicht tatsächlich ein bisschen naiv. Ne, dass man hat sich's noch schön geredet. Das kann ja auch sein, ja. Ich aber wieder eher für dein Gegenüber war als für dich hier, ne? Das ist halt wieder, und das ist aus dem Kollektiv raus, ohne Frage, ne? Ja, dass man halt hier, wie gesagt, ein bisschen so diese Problematik, die hier war, auch ein bisschen ausgeblendet hat.
Ne? Ja, wenn ich es ausblende oder wegschiebe, dann wird es nicht besser werden. Ne? Es wird im Endeffekt hier nur noch belastender, wie man sieht. Ne? Also es kann hier bei deinem Gegenüber durchaus was Familiäres sein, schließe ich hier nicht aus. Ne? Und vielleicht ist auch jemand schwanger geworden. Ne? Kann auch sein. Oder es geht hier um ein Kind, wo man hier jetzt auf das Geld schaut. Ne? Oder wo man hier Kohle haben will. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ne? Aber trotzdem, ja, man geht mit langsamen kleinen Schritten voran. Überstürzt nichts, was ja auch gut ist, weil das muss dann hier, wenn es vor allem finanziell ist, dann muss es schon ordentlich geklärt werden. Ne? Kann aber auch für dich stehen. Ja, dass du hier, wie gesagt, Stress da war, was wegen Geld oder es ist nur um Prestige gegangen und sonstiges, wo du einfach enttäuscht worden bist. Ja? Das kann auch im Beruflichen sein. Ne, wo es nur um Leistung ging, aber umsonst anderes eigentlich gar nicht mehr. Ne? So, jetzt schauen wir uns mal die Eulen da oben an. Da ist schon eine raus. Da haben wir das Kind des Schmerzes. Verletzungen aus der Kindheit in sich tragen, Verdrängung, inneres Kind möchte geheilt werden, Vater-Mutter-Themen, vergeben und verzeihen, lernen, Schuldzuweisungen, Abschluss finden. Also das kann natürlich hier Mama sein, dass hier Mutter-Thema nach oben gekommen ist, kann gespiegelt sein durch eine andere Person, ja, wo du einfach jetzt auf dieses, ja, ich bin nicht mehr wert, als Leistung zu bringen, ich habe keinen Respekt verdient, ja, das sind solche Sachen, weil diese Person hat dir das dann gespiegelt oder deinem Gegenüber und da geht es jetzt einfach darum, einen Abschluss in der Sache zu finden, ja, und das ist halt gerade das, was dir richtig Stress verursacht hat. So, dann haben wir hier die dunkle Seite, jemanden Schaden zufügen, Hass, böse narzisstische Verhaltensweise, Rachegedanken, Missgunst, Neid, schlechte Angewohnheiten, führt was im Schilde, charakterlos. Ja, und das liegt ja auch noch oberhalb dieser Person, ne? Es können aber auch hier mit den Eulen, kann es auch um ein Paar gehen, ja, Mann und Frau. Es können aber auch mehrere Personen sein, die dahinter stecken, ne? Weil wir hier das, ne, es ist also schon hier Kummer drinnen, dann haben wir hier, ach du Gott, dann haben wir hier den Trauerfall. Um jemanden trauern, Todesfall, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, etwas ist zu Ende, Trauer verarbeiten, Herz gebrochen, sich allein fühlen mit dem Schmerz, leidvolle Phase, ein Nicht-Verstehen. Also wie gesagt, es kann wirklich für einige, was, wo ich sage, es tut mir leid, ne, wirklich ein Todesfall sein, der eingetreten ist, das dich erstmal richtig runtergezogen hat. Für alle anderen ist es einfach, dass man hier jetzt gemerkt hat, ja, so schaut das aus. Das ist so ein bisschen die Wahrheit dahinter erkennen, was hier eigentlich falsch gelaufen ist. Und letztendlich ist es eigentlich jetzt völlig egal, auf welchen Bereich wir da hier schauen. Die Wahrheit rauszufinden, wie es dann tatsächlich ist, was ich vielleicht immer so für gut befunden habe oder einfach dieses Naive dahinter, ja, und jetzt auf die Fresse zu fliegen und zu sagen, oppala, jetzt kommt also dieser ganze Quark nach oben, ich sehe jetzt erstmal dieses Gesicht dieser Personen eigentlich, ne, oder die wahre Absicht dieser Menschen dahinter, ja, und das ist halt erstmal, wo man sagt, ja, also hier ist das tatsächlich auch etwas zu Ende gegangen, ne, man hat ein bisschen die Hoffnungslosigkeit darin, das sieht man hier auch mit den trüben Gedanken, dass man sagt, ne, wie soll ich schnell an die Kohle kommen zum Beispiel, ne, oder wie soll ich schnell das Problem regeln, also hier, ja, fühlt sich auch jemand alleine, es kann es auch du sein, ne, dass man momentan sagt, ja, alles total anstrengend, so, dann haben wir hier die Spiel der Süchte. Da geht es um Abhängigkeiten, Alkoholismus, Drogen, Sexsüchtigkeit, Spielsüchtigkeit, Geld für Süchte ausgeben, Machenschaften, um an Geld zu kommen. Leben ist nach der Sucht ausgelegt, eine dunkle Vergangenheit. Ja, also die Karte passt ja wieder 1A da drauf auf die Eulen, ne? Ja, also entweder ist man natürlich jetzt vor lauter Stress wirklich in eine Art Sucht gefallen, dass man halt einfach ja, über den Alkohol es recht macht. Schlimmsten Fall wäre Drogen zu nehmen, aber... Na, wenn man mal in so einer Situation ist, ich mag da gar nichts ausschließen, man kann sich immer so in einen anderen nicht hineinversetzen, was er in dem Moment fühlt und spürt. Ne?
Aber hier sieht man schon, es sind Machenschaften auch am Spiel, wie man an dieses Geld kommt, weil das hier eine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, eine verwöhnte Göre ist. Und dieser Mensch oder mit dieser Person, wo du es hier eher zu tun hast, ja, dem ist es relativ wurscht, ob es dir gut geht oder nicht. Hauptsache, man erreicht hier einfach das Ziel. Ja, und da kommt halt jetzt schon langsam auch die Klarheit hier ran. Ne? Und dass das einen erstmal runterzieht, wie man hier sieht, ne? Mit dem Sarg und der kurzen Krankheit, dass man erstmal ja wirklich keine Energie mehr hat, keine Power mehr hat, ja, die kommt aber wieder rein, das ist eigentlich hier erstmal verständlich. So, wir haben hier aber die Veränderung schon drauf, ne? Da liegt der Umzug, der Wandel, der Neuanfang, Veränderung mit Turbulenzen. Ja, also es wird sich tatsächlich da in der Hinsicht was verändern, aber das musste so sein. Ja, ist halt nun mal richtig ekelhaft und schwierig und ja, nicht angenehm. Ne? Beschäftigt einen auch, wie man hier sieht. Aber trotzdem geht es hier auch wieder vis-à-vis um einen Neuanfang. Das heißt also, diese Sache darf ja hier auch zum Abschluss gebracht werden. Das war ja die erste Karte, die rausgefallen ist. Und wir haben hier auch den guten Ausgang drauf. Ja, die Treue, die Beziehung reift und heilt, Sorgen und Probleme lösen sich auf. Ja, und da haben wir ja auch hier im Anschluss schon die Störche, die ja diese positive Veränderung schon herbeirufen. Ja, das ist der Wandel, der jetzt kommt. Also zweimal hier und wir haben hier den guten Herrn. Na, das kann jetzt jemand sein, der ihm beiseite steht, der ihm dann hilft oder dir. Ja, oder man holt sich jetzt hier einfach einen Rat ein für das Problem, was man hat, aber man wird hier wieder in die Stärke kommen. Ja, definitiv. Also auch hier haben wir die Eulen mit den Sternen. Das heißt, diese Aufregung, die wird sich klären am positiven Sinne für dich oder dein Gegenüber. Also auf welches Problem du aktuell immer schaust, ja, es wird sich lösen, definitiv. Also es wird hier schon, der Wandel ist schon da, aber diese Erfahrung musstest du halt machen, ob das jetzt in Bezug auf eine Freundin gewesen ist, ob das in der Familie gewesen ist oder ob sich dein Wunschpartner jetzt einfach so verhalten hat, ja. Es ging einfach nur darum, festzustellen, wie schaut es wirklich aus, was ist die Wahrheit dahinter und wie gehe ich jetzt vorwärts. Ne, war ich da in einer gewissen Weise zu naiv? Und man kann nicht immer alles auf den Wunschpartner schieben, weil jeder von uns macht es ja aus seiner eigenen Struktur raus, aus seinem eigenen Muster, aus seinen eigenen Glaubenssätzen. Und man zieht ja auch das an, was man in einem oder was man noch für ein Problem in sich trägt, damit es über außen gespiegelt werden kann. Aber sonst komme ich ja gar nicht darauf, dass es da irgendwas ist, was nicht stimmt. Also da gehören dann schon immer zwei dazu, weil ich sage immer, du lässt dich am Anfang auf diese Sache ein. Ja, das ist ja deine Entscheidung und dafür trägst du die Verantwortung. Und was der andere da macht, ist seine Entscheidung und trägt auch die Verantwortung. Ne? Also, das wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil mir gefällt es immer nicht, wenn die Wunschpartner alle immer so durch den Dreck gezogen werden, weil ich meine, macht ja keiner was mit Absicht, sondern es ist ja alles strukturiert. Ihr müsst ja immer mal denken, es kommt ja niemand so auf die Welt. Ja, also niemand wird so geboren, sondern das ist alles das, was sie lernen oder das, was ihr auch in der Kindheit einfach von euren Eltern übernehmt. Ja, diese Glaubenssätze. Wenn meine Mutter sagt, das gehört sich nicht und ich lerne das als kleines Kind, ja, dann gehört sich das nicht. Ist aber dann eingeprägt. Das heißt, ich werde das nie machen, weil meine Mutter sagt, das gehört sich nicht. Da? Oder wenn ich natürlich in meiner Kindheit geschlagen werde oder misshandelt werde, ja. Das ist schwierig, dass ich dann Vertrauen fasse. Ja, aber das ist alles in der Kindheit und das ist das Schlimmste, weil da wird es eingeprägt. Ne? So, wir haben hier die Störche. Da haben wir einen ganzen Kerl drauf. Ja, hier haben wir das starke Gesch Also ganz ehrlich, ich glaube schon, dass es hier um deinen Wunschpartner geht und auf den du hier guckst. Ne? Also gar nicht so sehr dich selber betreffend. Wir haben hier das starke Geschlecht, die männliche Energie, volles Testosteronpaket, den Rudelführer, den Stammhalter, Beschützer seiner Liebsten, lebt in einer aktiven Rolle, steht seinen Mann. So. Ja, das wird er müssen, ne? Der Herr der Schöpfung, das wird er müssen hier. Dass er seine männliche Rolle wieder einnimmt, weil die hat er ja anscheinend hier verlassen gehabt, ne? Das ist dieses Bällebad. Dieses Naive und ja, es wird schon alles gut werden und es ist überhaupt kein Problem und das würden die niemals machen und ich werde hier nicht verarscht, ne? Ja, doch, irgendwie schon, ne? Und jetzt geht es einfach wieder aus der passiven Haltung. Vielleicht hat er sich auch die ganze Zeit zu gemütlich gemacht und eher diese Sachen, die eigentlich zur Sprache gestanden werden, ausgeblendet oder
durch die Angst auch, ne, dass man hier noch mehr ausgenommen werden könnte, ja, oder dass es noch mehr Schwierigkeiten geben könnte, hat man sich auch da vielleicht aus der Affäre rausgezogen oder, wie gesagt, hat da gar nicht großartig darüber gesprochen. Nur hat diese Person jetzt hier den Spieß umgedreht und hat gesagt, na ja, wenn ich da eh alles machen kann mit ihm oder mit ihr, ja, dann mache ich doch das jetzt. Ne? Und jetzt haben wir dann das Problem da, so ungefähr, ne? Weil jetzt hat die da ausgeholt oder der, ne? Und hat gesagt, da, hier, Money, Money, ne? Ich brauche hier meinen Luxus, ich brauche hier weiterhin meine Sachen. Mach doch mal und schau mal, wie du das regelst, so ungefähr, ne? Das ist schon heftig, aber so ist es. Und das muss er jetzt wandeln. Das heißt, dass er entweder darfst du jetzt in deine Macherenergie reinkommen oder dein Gegenüber. So, und wir haben hier das große Flattern, ja. Da geht es also von der Raupe zum Schmetterling. Großer Entwicklungsschritt, gravierende Veränderungen. Sich seinen Themen widmen, seine Wahrheit leben, aus dem System der Gesellschaft ausbrechen, spirituell erwacht. Also, das musste so sein. Ja, das ist unangenehm und es ist blöd gelaufen, aber es musste so sein, dass hier jemand erwachsen wird endlich. Ja, dass hier jemand sich transformiert. Ja, da geht es auch um einen großen Entwicklungsschritt, keine Frage. Ne? Und dass man sich jetzt diese Themen, die man hat, endlich mal anschaut. Ne? Und da wird man sich jetzt auch hier die Gedanken drüber machen, wie naiv und dumm man eigentlich war. Ja? Oder wie man da nur drauf reinfallen konnte, sozusagen. Ne? Dass man da davon ausgeht. Aber das ist halt so. Es ist eine Erfahrung, abstempeln, fertig. Beim nächsten Mal machst du es anders. Oder dein Gegenüber wird es ja auch anders machen. Ne? Und das ist einfach, dass er anfängt, seine Wahrheit zu leben, ja, dass er für sich selber einsteht, nicht mehr irgendwo in Abhängigkeiten sich befindet, ja, die ihn nur wieder runterziehen oder wo man mit ihm einfach spielt, ja, wie so eine Puppe. So ungefähr, ja, du bist jetzt dazu da, die Kohle dann zu schaffen, ne, damit ich ein glückliches Leben habe. Und was mit dir ist, das interessiert mich sogar dann gar nicht. Ne? Also da. Ja, wird spannend hier, da wandelt sich was. Meines Erachtens noch im Sommer, aber das wissen wir ja mittlerweile. Ja, schau mal, da haben wir den Kummer drauf, da sitzt er wieder da, ne? Sorgen, Probleme, Kummer, Traurigkeit, Schwierigkeiten, läuft nicht wie geplant. Ja? Es ist hier auch etwas nicht wie geplant gelaufen. Und das tut es immer noch nicht. Ja, es muss sich erst wandeln. Das heißt, es muss jetzt erstmal die Erkenntnis hier rein. Auf gut Deutsch, was man für ein Trottel war. Ja, dass man sich hier rumdelegieren lassen hat, dass man, ja, ich sage immer, mein Gott, ich gehe auch immer von dem Guten im Menschen aus, wirklich, wirklich. Und ich bin auch, ich weiß nicht, wie oft ich schon gebratzelt worden bin oder enttäuscht worden bin und dennoch glaube ich trotzdem an das Gute in diesem Menschen, auch wenn er das und das gemacht hat. Aber im Endeffekt war es auch für mich hilfreich, kann ich immer hinterher auch sagen, weil es für mich einfach eine Lernphase war, ja, wo ich mir auch noch mal anschauen durfte, okay, warum habe ich denn das überhaupt mit mir machen lassen? Ja, da ist ja auch ein Grund dahinter, ne? Ach jo. So, aber auch das wandelt sich hier, wie gesagt, bis zum Sommer müsste das rausgehen. Schauen wir mal auf die Lilien. Oder den Sommer durch müsste es rausgehen. Ich habe heute auch wieder einen Kommentar gelesen. Ja, wie siehst du denn schon Sommer? Ja, genau, es ist schon Sommer. Ja, Leute, was glaubt ihr denn? Ja, nur weil jetzt der Sommeranfang ist, passiert es dann gleich. Wir haben jetzt dann, jetzt haben wir noch Juli. Ja, der Sommer ist noch im August und der Sommer ist bei mir noch im September. Das heißt, wir haben ja noch über 8 Wochen, wo Sommer ist. Ja, und ich sage immer, verlasst euch nicht bitte auf die Zeitangaben hier. Es kann auch für jeden Einzelnen länger oder kürzer sein. Ja, dafür gibt es ja eine individuelle Legung, das heißt auf dich selber. Das ist hier kollektiv. Ja, ob du da dabei bist, das weiß ich nicht. Na? Aber wie gesagt, Sommer ist noch eine Zeit und muss nicht sofort sein. Kann auch am Ende des Sommers sein, wie auch immer. Na? So, auf die Lilien. Haben wir die Giraffe bekommen? Da haben wir das Neugierige, überall die Augen und Ohren haben, Tratschtante, nichts für sich behalten können, sich den Hals verrenken, um Infos zu erfahren, guter Beobachter, Informationsquelle. Also das kann hier wirklich jemand im Umfeld sein, ne, der halt hier immer alles wissen will,
Ne? Man ist viel Getratsche auch da. Ne? Kann aus der Familie jemand sein, kann auch aus dem, ja, Freunde oder Freundschaft, die man hat, die man wie Familie sieht, kann das auch sein. Auf jeden Fall wird man hier beobachtet, ja, und man schaut genau, was du machst oder was dein Gegenüber hier macht. So, aber dein Gegenüber ist ja auch nicht ganz blöd, ne? Und beobachtet hier auch und holt sich also seine Informationen ein, die er braucht, weil wir brauchen ja hier wieder einen Ausgleich. Ne? Soll sich also wieder Harmonie einstellen. So, wir haben hier noch die heimliche Braut und da haben wir die Besessenheit, in einen Liebeswahn verfallen, süchtig nach einer Person, sich die Gefühle des anderen einbilden, realitätsfremd, ein Nein wird nicht akzeptiert, betteln und bitten und das Stalking. Ja, wenn dein Schätzelein sich hier wandelt, oder du bist das, ja, und hier sagt, so, Freunde der Nacht, ich habe hier jetzt endgültig hier die Tür geschlossen, ich tue mir das nicht mehr an, ich möchte nicht mehr, ne? Ja, dann wird das hier nicht unbedingt positiv gesehen auf der anderen Seite. Ne? Hier auch spiegelnd. Mit den Eulen, hier nochmal die Göre, ne, mit dem. Also das will man nicht, wie man sieht. Ne? Und ja, das ist kein Nein zu akzeptieren, und man wird es wieder probieren, bitteln und betteln, ne? Dass man sagt, ja komm, jetzt mach doch und so weiter. Es ist schon ein bisschen fast wieder dieses Manipulative dabei. Ne? Wenn jetzt die Schlange noch draufgefallen wäre, hätte ich gesagt, Das ist echt manipulativ. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, hier wird man, aber dein Gegenüber wird hier merken, wenn er wieder im Ausgleich ist, wie realitätsfremd er eigentlich war. Und dass er sich diese Gefühle dieser Person nur eingebildet hat. Ja, da ging es nie um Liebe. Ja, da ging es ums Geld. So, schlimmer ist es, wenn es die Familie ist. Das habe ich schon so oft angesprochen. Und auch das wiederholt sich hier wieder. Ne? Das ist also immer noch Thematik im Kollektiv. Das heißt, manche müssen erst noch aufwachen, dass es auch leider Gottes in der Familie solche Personen geben kann, die letztendlich nur von dir was wollen, ja, eine Leistung haben wollen, aber keine Gegenleistung bringen. Ja, und das kann schon sein, dass man da, also das wird hier auch nochmal hochgekocht, ne, wie falsch hier eigentlich alles gelaufen ist. Und wir haben hier darauf das Gefängnis. Ne? Da haben wir wieder die Niedergeschlagenheit, die Traurigkeit, die Depression und die Sackgasse. Ne? Also man versucht hier doch tatsächlich, dich oder jemand anders oder dein Gegenüber hier mit allen Mitteln zu halten, ne, damit sich hier nichts verändert. Hier. Wieder die gleiche Aussage, ne? Man will nicht, dass es sich wandelt. Man will das ums Verrecken nicht. Also wie boshaft muss man sein, ne? Oder wie sage ich nicht boshaft, aber in welcher einer Abhängigkeit muss also oder müssen diese Personen, dieser Mensch selber stecken, ja? Oder wie realitätsfremd muss das hier sein, dass sich jemand anderes hier in einem Gefängnis halten will? Oder welche Ängste muss man selber haben? Weil die verwöhnte Göre ist ja auch auf die Ängste draufgefallen, ne? Also hier auch der Verlust für diese Person, ne? Oder dass da er in Verlust oder sie in Verlust gehen könnte oder du in Verlust gehen könntest, ja, das ist schon sehr belastend. Das sind Verlustängste, die dahinter stecken und deswegen holt man jetzt so aus. Das ist so ungefähr so, ich bügel dich jetzt nieder, weil dann weißt du, wo der Badel am Most tut. Das ist in Bayern so eine Aussage, ne? Wo der Badel am Most tut. Also das heißt, wo der Badel den Most holt. Das ist nichts anderes, als dir zu zeigen, wer hier die Fäden in der Hand hat und wer hier letztendlich am längeren Hebel sitzt. Das ist das, was man auf dich oder dein Gegenüber hier gerade wirken lässt. Ne? So, schauen wir uns mal auf das Kreuz. Das sind Machtspielchen hier, wo es aber nichts mit dem Emotionalen zu tun hat, sondern um Macht, Geld, Luxus,
Artikel, wie auch immer. Wie auch immer. Und dann gibt das hier schon langsam einen Sinn in der Mitte, ne? Dass man hier ernsthaft darüber nachdenkt, einen Neubeginn zu starten, weil das ist ja hier, ja. So, dann haben wir die Affäre. Heimliche Beziehung, Sexualität steht im Vordergrund, Geliebte, Geliebter, Abwechslung, zweigleisig fahren, keine ernsthaften Absichten. Das ist sehr anstrengend, dieses Orakel, alter Schwede. Viele Worte, keine Taten, dem Alltag entfliehen. Ja, und da spiegelt sich aber diese Person auch drüber, ne? Das heißt, man hatte hier nie ernste Absichten. Hatte man nie, ja? Aber er hatte sie vielleicht oder er hat rein investiert, weil er schaut ja direkt da rein in die Belastung. Das heißt, er ist davon ausgegangen, also wenn das hier noch eine Partnerschaft ist, dass er hier geliebt wird, ja, dass er hier wertgeschätzt wird, dass das anerkannt wird, was er macht, ne? Also einfach das, was normal ist. Aber das war hier nicht der Plan. Das war hier weder der Plan noch seiner, noch Partnerin, Ex-Partnerin, wie auch immer, weder seiner Mutter oder das gleiche gilt für dich. Das war hier nicht. Man hat hier nur bla 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 bla. Ja, wir haben hier auch wieder die... Ach, was habe ich denn jetzt wieder für einen Brummer hier? Wahnsinn. Kaum lässt ihr das Fenster auf. So, ich hoffe jetzt mal, es ist rausgeflogen. Man hat hier nur viel gesprochen. Warum hat man gesprochen? Ja, damit das auch passiert, ne? Damit ich zu diesen Sachen komme, die ich brauche, die ich haben will. Ja, und deswegen hat man hier blablabla und dein Gegenüber oder du bist halt reingefallen auf das. Man hat dir also hier so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Ja, man hat dir schöne Worte gegeben, damit du das tust, was du tun sollst. Ja, aber es war nie irgendwie irgendwas Ernsthaftes. Schlimmstenfalls bist du nur die Affäre gewesen für jemanden. Ja, dann ist das einfach die Wahrheit, die man jetzt erkennt. Ja, dann ist es halt einfach kein so schönes Orakel. Man kann ja auch nicht mehr alles schön reden. Ja, aber dann ist es letztendlich, dass hier einfach auch eine Affäre jetzt zu Ende geht, weil da guckt er in die Belastung rein. Also wenn er mit dir eine Affäre hatte, hat er aber hier noch, dann hat ihm die den Hosenstall jetzt zugezogen, ne? Und gesagt, Freundchen. Ne? Und das ist, also dass man hier, weil es auch rüberspiegelt, ne, mit den Mäusen, dass man hier auf eure Affäre draufgekommen ist. Du warst halt nur eine Affäre, ne? Oder wirst mehr, sage ich mal in dem Sinne, weil wir hier zwei gute Karten haben. Aber da scheint man vielleicht auch etwas mitbekommen haben und dann hat ihm die hier da die Fädeln angezogen, ne? So gesagt, so Freundchen, ne? Jetzt schauen wir mal, wer hier am längeren Hebel sitzt. Wenn du meinst, dass du hier fremdgehen musst, zweigleisig fahren musst oder so weiter, und du entziehst dich hier aus der Sache, aus deinen Verpflichtungen oder so weiter, dann schauen wir mal, wie das hier für dich endet. Und da hat man ihm jetzt die Handbremse gezogen, ne? Weil man zu naiv war. Man hat gedacht, das könnte alles so locker flockig sein, ne? So, wir haben hier die letzte Rose. Ne? Beziehung ist am Verblühen, emotionales Verdursten, zu wenig Aufmerksamkeit, keine große Investition in eine Sache, Interesse verloren, Verbindlichkeit auslaufen lassen, kein Wachstum mehr. Ja, das ist, ne? Da gibt's auch nichts mehr zu dieser Person hier drüben. Ne? Spiegelt sich eins an. Also, das ist hier vorbei. Ne? Also schon allein kann jetzt wirklich möglich sein, dass eure Affäre aufgeflogen ist und jetzt hat er richtig die Kacke am Dampfen, aber dann ist das so, dann hat das so sein müssen. Liegt ja auf dem Kreuz, schicksalhaft, ne? Oder, ja, sie hat jetzt einfach hier die Schnauze voll, weil sie sowieso keine ernsten Absichten hatte, ne? Oder auch kein Interesse mehr, irgendwo rein zu investieren und hat ihm jetzt da die Hafteln angezogen durch das Finanzielle, ne? Dass sie gesagt hat, so, ich möchte jetzt jenes und dieses und dann lasse ich mich scheiden oder was weiß ich oder das steht mir noch zu und... Wie auch immer, es kann auch Verpflichtungen um ein Kind gehen, ne? Dass es um Unterhaltsverpflichtungen geht, wo erst vielleicht gar keine Rede war oder nur irgendwie was ausgemacht war. Wie auch immer, was die für Vereinbarungen da miteinander getroffen haben. Ne? Und jetzt sagt, so, jetzt will ich aber hier die Kohle haben. Ja. Aber sonst ist da nichts. Ne? So. Denn hin? Heute fallen wir aber alle auf den Boden. Das hatte ich schon mal. Ja. Alles mal auf den Boden fällt. Zu hohen Ehren kommen. Hier geht es um Anerkennung, Erfolg, Karriere, Rente, Pläne und der Verbesserung. Und da liegt der nächste Herbst drauf.
Ich sag ja, es wird noch ein bisschen. Ich habe das, war das nicht in den zwei vorherigen Orakeln, wo ich immer mal gesagt habe, es könnte auch Herbst werden. Na, bis sich das wirklich alles geklärt hat. Aber wie gesagt, ist auch nicht mehr so lange hin. Ne? Herbst ist bei mir Anfang Oktober. Also das sind dann noch 3 Monate, was wollen wir? Das ist also keine Zeit mehr. Ne? Aber damit man da jetzt wieder im Endeffekt diese Anerkennung bekommt, weil hier existiert weder Anerkennung, Respekt noch Wertschätzung. Das existiert hier nicht mehr. Ja? Also da ist es am besten auszusteigen aus dieser Sache. So, jetzt schauen wir mal auf die zwei. Gott sei Dank haben wir ja die zwei positiven Karten hier runter, weil das Orakel ist schon wieder eine einzige Trauerarie. Schauen wir mal auf die Sonne. Ach, bin ich froh. Das Happy End. Großes Glück auf die Glückskarte drauf. Heiratsantrag, Hochzeit und Eheglück. Guter Ausgang einer Sache. Traumjob, Gewinnchancen stehen gut. Glückssträhne auf der Sonnenseite des Lebens. Ende gut, alles gut. Mein Gott, bin ich froh. Echt. Ich wäre jetzt wahnsinnig geworden, wenn da auch noch irgendwas Negatives draufgefallen wäre. Ne? Gut, wir hätten es dann trotzdem im positiven Aufgang, aber das verstärkt natürlich das Ganze hier jetzt. Also egal, was es ist oder auf was du hier schaust, was dir Kummer und Sorgen bereitet, ja, ob das jetzt partnerschaftlich was ist, ob das mit dem Beruflichen was zu tun hat. Hier kommt die Sonnenseite zurück, ja. Das ist einfach etwas, wo du hast erfahren müssen oder dein Gegenüber, damit du daraus lernst, um auch dann hier wirklich für dich selber auch die Bremse zu ziehen und zu sagen, halt, stopp. Also lernen, Grenzen zu setzen, ja. Weil hier sind irgendwo keine Grenzen gesetzt worden, sondern man ist regelrecht ausgenutzt worden. Und das geht es hier, ja. Und dann haben wir hier aber, wie gesagt, den guten Ausgang. Gott sei es gedankt. Schau mal, da liegt wieder die männlich. Also ich glaube, dass es da hier viel um die Gegenseite geht, anstatt um dich. Aber es kann auch deine eigene Aktivität natürlich sein. Ja, dass du wieder in deine Aktivität kommst, dein Selbstbewusstsein, in die Eigenständigkeit. Ja, du löst dich also komplett ab und das wird auch dein Gegenüber hier machen. Und das ist dieser Reifeprozess, der jetzt stattfinden muss, damit er seinen Mann steht. Ja, damit er Verantwortung jetzt übernimmt für sich selbst und nicht für 100 Leute im Außen. Ja. Und da wird er aktiv werden hier. Es wird jetzt im Sommer so sein. Schau mal, da haben wir das Haus noch drauf. Haus und Familie, Stabilität, wieder eine Basis erschaffen, im Selbstvertrauen zu sein. Ja, genau das ist der Plan hier. Ja, und da spiegelt er sich auch noch so schön, ne? Und wieder haben wir hier das Haus, ne, spiegelt mit der Familie. Das heißt, es hat was mit seinem familiären Umfeld zu tun. Und da muss er jetzt aktiv werden und durchgreifen. Also wer immer da alles dranhängt, ne? Also ihr seht, ne, ich mische die Karten und es fällt trotzdem dasselbe im Kollektiv. Also ist das Thema momentan extrem wichtig, extrem. So, auf die Sterne haben wir das Regenbogeneinhorn. Also die Klarheit, die jetzt reinkommt in dem, wo man realitätsfremd war, wo man sich alles schön geredet hat, ja, wo so die Liebe nach Walt Disney war, wo man die Augen vor der Wirklichkeit verschlossen hat, wo man kein Nein akzeptiert hat, wo man nicht aufnahmefähig war oder wo man hier ein Wunschdenken hatte. Da kommt jetzt absolut die Klarheit rein. Und zwar hier auch wieder mit dem ganzen Stress, viel Kommunikation, ja. Also Klarheit eigentlich in dieses, was passiert ist, Klarheit in diese Aufregung, ja, auch der hier oder da, wo jemand hilft, haben wir auch nochmal den guten Ausgang gehabt. Es wird sich hier alles aufklären. Der kriegt so eine Erleuchtung, dass es ihm die Schuhe auszieht. Und das ist, aber das muss so sein, weil sonst kommt ja hier nichts vorwärts, ne?
dann hat es so sein müssen, einmal auf die Fresse und gut ist. Und hier schaut mal, was hier noch rausgefallen ist, die falsche Person. Ja? Hier haben wir wieder den Neid, die Lügen, die Eifersucht, das hatten wir ja hier oben schon, ne? Wo einfach hinterhältig gearbeitet wird, auch hier, spiegeln mit der heimlichen Braut. Ne? Also das passt schon. Der hat hier ein Umfeld da, das einen da saugraust. Das muss ich echt mal sagen. Also der ist hier irgendwo drinnen, ob das jetzt hier Familie ist, also seine eigene Familie mit seiner Frau, oder ob das noch eine Ex-Partnerin ist, was er als Familie sieht, oder dann halt wirklich seine eigene Mutter, sein eigener Vater oder was immer zur Familie alles gehört für ihn, ja, oder für dich. Dann bist du hier umgeben von Leuten, da wo ich mir sage, ja, genau. Genau das braucht man hier, ne? Weil es ist ja noch nicht alles schlimm genug, sondern dann fallen auch noch die Leute dir ins Genick, von denen du gedacht hast, dass die dir helfen oder dich unterstützen. Aber er wird hier keine Hilfe und keine Unterstützung kriegen, zumindest nicht von seiner Familie. Ja. Also weil hier ist man ja nur auf das Gegenteil davon aus. Man neidet ihm das und deswegen will man ihm hier, aber dann, er will nicht. Und das ist auch gut so, dass er nicht will. Ne? Also der wird hier noch auf den Senkel hauen. So, wir haben hier den Anker, da geht es natürlich um die Verankerung und wieder um das Stabilitätsthema. Na, guck mal, es ist dein Gegenüber, es bist nicht du. Schon wieder liegt er dabei. Na, das Thema der Verankerung. Und es sticht in ihn rein, ne? Die Sense hier im Rücken. Also es hat ihn richtig gestochen und sticht ihn noch, diese Veränderung jetzt. Aber das dient seiner Heilung, wie man hier sieht, damit er in die Stabilität kommt, damit es auch zu einer stabilen Partnerschaft kommen kann. Ne? Und diese Zweifel und dieses Misstrauen, alles, was falsch gelaufen ist, hier endlich ein Ende findet mit dem Turm, weil es hier um die Liebe geht. Ja, und da haben wir in Kürze auch... zwar noch die Unsicherheit wir haben noch in Kürze die Unsicherheiten da, aber es wird hier, sieht man ja schon, ne, Kommunikation geben. Und da kann es auch sein, dass hier Freundschaften oder etliches beendet wird, ne? Kann hier, also ich sagte ja am Anfang, das kann auch hier für dich ein Freund, eine Freundin sein. Es muss nicht immer um den Wunschpartner gehen, ja? Oder ein Kollege oder eine Kollegin. Ja, aber das kann gut auch sein, wenn das hier durch ist, dass man hier sogar da auch hier Tabula Rasa macht. Na, weil man dann einfach keine Lust mehr hat, hier ständig in der Blockade zu sein mit irgendwelchem Schmarri hier. Und dann liegt schon wieder die Schlange mit dem Geld, ne? Wieder mit dem Kind, Amtsperson, ja, vertragliche Sachen. Aber wie gesagt, es kommt alles auf, es wird alles öffentlich und es wird auch hier positiv bereinigt. Und hier haben wir auch eine Einladung, Gespräche mit dir, ne? Also du wirst das sowieso davon erfahren, so wie das aussieht. Wenn er nicht schon mit dir gesprochen hat, kriegst du es sowieso mit. So, dann haben wir hier den Laubhaufen. Vergänglichkeit, vom Sturm weggefegt, stürmische Zeiten. Hier haben wir wieder den Herbst. Ernte wird eingefahren, etwas bleibt im Verborgenen. Versuchen zu vergessen, verdrängtes will an die Oberfläche. Ja, genau. Also wie ich schon gesagt habe, es kommt alles hoch jetzt. Es kommt alles auf. Alles, was... belogen, betrogen worden ist, wo Lügen erzählt worden ist, wo man manipuliert hat, ist wieder so die Zeit jetzt, wo das nach oben schwappt. Es will ja schon an die Oberfläche und man sieht ja, es brodelt gewaltig, ja. Und ich kriege ja auch immer die Bestätigung von meinen Mädels, na, wenn die E-Mails geschrieben werden und so weiter oder WhatsApp, wo mich wieder erreicht und sagt, ja, du hattest recht und es passt alles so wunderbar und da ist das und das hochgeflogen. Und da denke ich mir oft, ja, der Vulkan brodelt, bis er ausbricht, ne? Aber das dauert nicht mehr lang hier. Dann ist Feierabend. Und hier haben wir das Wohnzimmer und das war halt bis dato sehr bequem alles, ne? Aber hier haben wir auch das Privatleben, die eigenen vier Wände. Es war alles sehr bequem, ne? Aber hier kommen wir schon wieder in die Nachrichten mit einem reichen Mädchen. Das heißt, es gibt also hier, ne, da geht es wieder um Geld und alles, Reichtum, Luxus hier mit der Hoffnung drauf, ne? Wo diese Frau auch noch reinschaut, dass man also durch diese Aktivität weiterhin seinen Luxus auch haben kann. Ja, aber dafür muss man was arbeiten, ne? Aber da arbeitet diese Person auch daran, ne? Weiterhin hier. Aber wir haben dich hier, die weibliche Hauptperson mit dem reichen guten Herrn. Also es gibt eine gute Entwicklung auch bei euch. Es geht vorwärts und hier schaut ihr schon in die Ehestandskarte rein. Ja?
Aber da wird ja noch einiges hier, na, schau mal, Gericht, Gerichtsperson. Also da wird sich noch einiges regeln müssen, dürfen. Ja, so, fast eine Stunde, es reicht. Es ist mega anstrengend. Ich habe jetzt so einen Schädel auf, Wahnsinn. Ja, ihr seht selber, ich hab heute den Testlauf gemacht, ne, mit indem ich keine Frage an das Universum gestellt habe, sondern einfach nur wissen wollte, was hat uns das Universum mitzuteilen und das Göttliche für das Kollektiv. Und wie ihr seht, ist es eigentlich wieder ja eine ähnliche Geschichte oder dieselbe Geschichte. Aber wie gesagt, es kann auch für dich stehen, dass es hier oben bei dir im beruflichen Bereich um etwas geht oder im privaten, freundschaftlichen Bereich. Wie gesagt, es muss nicht immer der Wunschpartner sein. Aber da er einmal, zweimal, dreimal hier schon gefallen ist, ne, gehe ich schwer davon aus, dass das wieder mal die Seite deines Gegenübers ist. So, und da haben wir jetzt eigentlich die Info drinnen, dass ihm gerade wahllos alles um die Ohren fliegt und das auch noch besser um die Ohren fliegt, damit er jetzt aufwacht aus seinem Traum, ne, und sieht, wie blöd er eigentlich war, muss man schon mal so sagen. Also wie naiv einfach, das zu glauben, ne? Die Zeichen einfach nicht wahrgenommen hat. Aber dann musste er das lernen. Das ist halt einfach sein Weg, den er sich gewählt hat. Hier, na, mit dem Gesicht auf der Bodenplatte aufschlagen, dann wird es leichter. Und aber man wird das durchziehen, ne? Weil hier kommt, wie gesagt, alles in alles, was jetzt hier so getrieben worden ist, kommt die Klarheit rein. Besser geht's nicht. Ja. Das war's von mir. Ich freue mich auf eure Kommentare und ja, wir hören uns mit dem nächsten Orakel. Ich muss mal gucken, wie viel ich noch schaffe. Ja, vor dem Urlaub, weil der wäre eigentlich geplant. Aber es glaube ich, macht mir gerade gesundheitlich einen Strich durch die Rechnung. Na, ich muss jetzt mich ein bisschen schonen, mal gucken. Und wie es dann bis dahin ausschaut. Jo. Genau, deswegen weiß ich noch nicht, wie viel ich schaffe. Ich werde, wenn es mir körperlich gut geht, noch die Sternzeichen für den August abdrehen, damit ihr die zumindest noch habt. Und ja, dann muss ich selber schauen, wie der weitere Verlauf ist. Okay, meine Süßen, das war es erstmal von mir und ja, wir hören uns, ne? Bis dann, ciao, ciao, eure Melanie.